Hallo ihr Lieben, es ist heute Ostersonntag. Ich wünsche euch alle schöne, sonnige Ostern und genießt die Zeit mit euren Liebsten, soweit es geht. Wir sind heute wieder im Garten, genießen die Sonne. Im Hintergrund haben wir einen kleinen Pool aufgestellt, wo der Kleine gerade drin planscht. Deswegen kann ich gerade relativ entspannt das Video schnell für euch drehen. Die 9. Woche ist jetzt bei Gimondo auch schon geschafft. Die Woche ging es darum, die Musik einmal ganz laut zu drehen und dazu durchs Wohnzimmer zu tanzen und durch die Küche und einfach mal die Hüften kreisen zu lassen. Und ja, das fiel mir nicht schwer umzusetzen. Ich mache das eh relativ oft, wenn ich sauge oder wische, dass ich dann währenddessen einfach mal vor mich hin tanze. Ich mache es nicht gut. Und ja, werde manchmal auch von meinen Kleinen dazu angehalten, jetzt mal still zu stehen. Aber naja, gibt Schlimmeres. Ich mache es trotzdem gerne. Das Schwierigste an der ganzen Aufgabe war einfach mal, das zu filmen und zu fotografieren, so dass es nicht zugestellt aussieht und nicht zu unsymmetrisch, zu unrhythmisch. Das war das Schwierigste am Ganzen. Aber auch das hat man hingekriegt. Ja. Jetzt geht's los mit der 10. Woche, heißt es sind nur noch 3 Wochen, bis die ganze Challenge vorbei ist. Ich mache jetzt 4-mal die Woche Sport, heute mache ich das 5. Mal. Ich werde jetzt generell die nächsten Wochen auch 5-mal Sport machen und fühle mich da auch schon viel besser bei. Manchmal muss ich mich wirklich aufraffen, wenn ich im Garten den ganzen Tag war, mit Fahrrad hin, mit Fahrrad zurück. Bin ich dann abends auch müde, aber ein Gimondo-Workout geht immer. Das wird dann immer schnell gemacht und danach kann ich immer noch ins Bett fallen. Ja, ansonsten geht es mir wirklich gut. Wir haben die Ernährung auch umgestellt, dass wir nicht mehr Fleisch essen, jetzt vegetarisch, war jetzt auch die Fastenzeit, heißt bis heute sowieso. Ich werde es auch weiterhin noch durchziehen, weil ich auch damit merke, dass es mir besser geht, wenn ich nicht so viel Fleisch esse. Ich brauche es auch ehrlich gesagt nicht, das ist glaube ich so ein Männerding. Und mir reichen auch wirklich 3-mal die Woche Kartoffeln mit Quark. Aber ansonsten... Ja, wir genießen jetzt die Sonne weiter und ich werde gleich mal die Wasserpistole rausholen, die Kleine ein bisschen nass spritzen und dann rennen wir noch um und suchen den Papa, der wird doppelt nass gespritzt. Ansonsten wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag, schöne Feiertage und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen mit Gimondo noch mit sich bringen und bin immer noch hochmotiviert dabei, denn jetzt weiß ich ja, was Sport alles bringen kann. Also man sieht die Ergebnisse schon, ich passe in meine Lieblingsjeans wieder rein, ich passe in tolle Sommerkleider wieder rein und deswegen bin ich noch motivierter, es weiter durchzuziehen, um zu schauen, was ich alles aus eigener Kraft mit Hilfe von Workouts zu Hause schaffen kann und Gimondo ist da wirklich der perfekte Begleiter, gerade als Mutti finde ich und deswegen ja, werde ich es jetzt erst recht machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.